Man denkt, man will etwas, aber man will es nicht wirklich. Viele Dinge entstehen bei uns im Kopf und wir denken uns, das ist bestimmt schön oder boah, darauf habe ich jetzt Lust und boah, wenn ich das nur hätte oder das nur machen könnte, dann wow, das wäre klasse, dann hätte ich keine Sorgen mehr oder würde einfach den ganzen Tag damit verbringen. Wenn man aber dann in der Situation ist, oder das hat, was man unbedingt sich ersehnt, merkt man ganz oft, das ist es nicht. Das ist nicht genau das, was ich möchte, sondern ich möchte vielleicht das, was ich schon hatte die ganze Zeit. Und deswegen darf man auch sich trauen, Dinge auszuprobieren. Das heißt jetzt nicht, dass man gleich sagen soll, ja gut, wenn es so ist, dann lasse ich mal lieber alles gleich sein. Sondern man darf sich trauen, Dinge auszuprobieren, um zu schauen, ist es was für mich? Und man darf auch nicht sich zu schade sein, zu sagen, nö, das habe ich jetzt ziemlich schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Und jetzt lasse ich es sein und jetzt wieder zurück. Ja? Man darf diesen Impulsen vertrauen und man sollte ihnen auf jeden Fall vertrauen. Und es ist ganz wichtig, die meisten Leute trauen sich nicht mal, ja, in dieses Risiko oder in diese Ungewissheit reinzugehen oder in dieses Ausprobieren. Und wenn wir uns das nicht trauen, dann werden wir uns nie entwickeln, ja? Unser Charakter entwickelt sich, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Dann werden wir nie rausfinden, was ist es denn, was uns wirklich begeistert? Oder wie wollen wir leben? Welches Weltbild wollen wir haben? Wollen wir wirklich etwas hinterherrennen, was uns nicht gut tut? Oder haben wir rausgefunden, das habe ich ausprobiert, dann bin ich wieder zurückgekommen. Aber da war was, ja, was mich gereizt hat. Und so entwickelt man sich und so kreiert man auch so seine Ideen und seine Leidenschaften und seine Vorhaben und kommt immer weiter und kommt zu seinem Kern, so seiner Leidenschaft, dem, was man, wofür man lebt, eigentlich immer näher. Und das kann sich auch ändern im Leben natürlich. Es kann auch von jetzt auf nachher sich etwas ändern. Man hat etwas ausgelebt, man hat etwas durchlebt und jetzt kommt eine neue Phase im Leben. Gibt es ganz häufig. Ja. Das so viel dazu aus den Dünen von Torre d'Embarra und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.